Hier sind die EmsTV News. Es ist Freitag, der 12. Juli. Ich begrüße Sie herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Ein Feuerwehreinsatz sorgte heute Morgen in Meppen für Aufsehen. Was genau los war, das weiß mein Kollege Yannick Overberg. Dank des schnellen und gezielten Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Brand in einer Meppener Bäckerei am Freitagmorgen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine Frostermaschine in der Backstube war mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen. Kurz nach Eintreffen sind erste Löschmaßnahmen getroffen worden. Das Feuer hat sich soweit auf einen Raum beschränkt. Hier in dem Gebäude wurde schnell abgelöscht. Zurzeit laufen die letzten Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen und anschließend wird die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Was die Situation besonders prekär machte, war die Gefahr, dass das Feuer auf das angrenzende Seniorenheim übergreift. Ja, natürlich in diesen Bereichen mit diesen engen Bebauungen besteht immer die Gefahr, dass Nachbargebäude auch betroffen werden. Die Feuerwehr Meppen hat diese anliegenden Gebäude, sowohl ein Hinterhaus als auch das Altenwohnheim, kontrolliert auf eventuelle Brandbelastung oder Brandkontamination. Das Ganze wurde nicht bestätigt, es ist also kein weiterer Bereich betroffen. Glück im Unglück also. Um schließlich letzte Glutnester auszuschließen, wurde ebenfalls die Strohdecke aufgebrochen und das Gebäude belüftet. Der Schaden an der Backstube ist enorm, sodass hier in der nächsten Zeit wohl keine Brötchen mehr gebacken werden können. Gestern Mittag kam es in Meppen an der Fürstenbergstraße auf dem Parkplatz eines Lidl-Marktes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin war vom Parkplatz zu Fuß in Richtung Eingang unterwegs. Sie wurde von der bislang unbekannten Fahrerin eines grauen SUV angefahren. Die Fußgängerin stürzte und wurde leicht verletzt. Die Verursacherin entfernte sich nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Nummer 05931-9490 zu melden. Sommerzeit ist Ferienspaßzeit. Überall laufen in diesen Wochen besondere Aktionen für Kinder. In Freren mischt da besonders Freddy Frosch mit, nämlich bei den Freddy Days jeden Donnerstag. Gestern haben schon die Kleinsten von uns einen Führerschein unter Freddys Aufsicht machen können. Vom Parkplatz runter und dann ordentlich Gummi. Allein oder zu zweit düsten Leonard und mehr als 100 andere Kinder mit verschiedensten Fahrzeugen einen Parcours entlang, der mit Stoppschildern und Zebrastreifen den echten Straßenverkehr nachahmte. Freddy passte auch gut auf, denn wenn die Kids sich mit einem Fahrzeug auf der Strecke bewiesen hatten, gab es auch einen Führerschein. Leonard hat sich für gleich mehrere Kategorien qualifiziert. Rakete, Roller, Auto, Lastwagen, Dreirad habe ich schon und Trecker. Der Trecker ist ein Muss im Emsland und war auch dementsprechend beliebt. Mit der Rakete wurde etwas belohnt, für das Erwachsene eher aus dem Verkehr gezogen werden, nämlich besonders schnell fahren. Freddy hatte mit diesem Führerschein ein ganz besonderes Ansinnen. Freddy wollte gerne mal die Fahrtüchtigkeit der Kinder testen und wir haben ja gesehen, das haben sie gut gemacht, oder Freddy? War ja auch gar nicht so einfach. Schließlich sind die Erwachsenen ganz oft über den Zebrastreifen gelaufen, damit die Kids anhalten. Und der Rechtsverkehr war auch eher optional. Das Gewusel auf dem Rathausparkplatz ist der Beweis, dass sie groß und klein ihren Spaß hatten. Also herzlich willkommen ist jeder, das ist klar, aber ich glaube, dass die Kinder im Kindergartenalter und die ersten Grundschuljahre natürlich die größte Freude daran haben. Aber es sind natürlich auch ältere Kinder hier, ich glaube, es ist für jeden was dabei. Die Freddy Days sind kostenlose und vom Ferienpass unabhängige Freizeitangebote, damit auch die Kinder schöne Ferienerinnerungen sammeln können, die keinen Platz beim Ferienpass bekommen haben. Dafür hat sich Freddy auch noch in die Fotobox gesetzt, um jedem Kind ein Andenken mitgeben zu können. Auch Leonard. Hat schon zwei. Bis Ferienende sind noch mehrere Aktionen geplant. Darunter ein Besuch der Polizei und kostenlose Schwimmabzeichen im Freibad. In circa zwei Wochen steht für den SV Meppen das erste Spiel der neuen Saison 2024-25 an. Mein Kollege Florian Keller hat gestern beim Training vorbeigeschaut und sich einen Eindruck des aktuellen Stands der Vorbereitungen gemacht.
Bei Sonnenschein und bester Laune wurde gestern fleißig trainiert. Seit Mittwoch ist klar, der SV Meppen startet mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit. Das gesamte Team inklusive Trainer Adrian Alipur ist gespannt auf die neue Saison und die neuen Gegner. Das wären der vorherige Drittligist VfB Lübeck sowie die Aufsteiger Kickers Emden, Werder Bremen 2 und SV Todesfelde. Wir sind alle gespannt. Wir machen jetzt arbeiten gut in der Vorbereitung, haben jetzt unsere Testspiele, bereiten uns gut vor und jeder hat natürlich Bock. Ja, vor allem, weil jetzt auch gestern der Spielplan rausgekommen ist. Wir haben natürlich ein sehr knackiges Auftaktprogramm mit vielen sehr schweren Gegnern. Schön ist natürlich, dass wir ein Heimspiel haben. Da hoffen wir auf ein sehr, sehr volles Stadion und dass wir da natürlich dann auch direkt mit 3 Punkten starten. Der SV Meppen startet die Saison zu Hause in der Hensch Arena gegen den SC Weiche Flensburg 08. Danach treffen die Blau-Weißen schon auswärts auf Aufsteiger Kickers Emden. Gegen die ist der SV Meppen schon im ersten Vorbereitungsturnier, dem Never Not Cup, angetreten. Die Partie endete mit einem 0:0. Bis zum Saisonstart am 27. Juli wollen Adrian Alipur und sein Team aber noch an sich arbeiten. Ja, insgesamt von dem Engagement her, was die Jungs an den Tag legen, bin ich sehr zufrieden. Insgesamt sehen wir aber auch, dass wir in einigen Bereichen einfach auch noch arbeiten müssen. Deswegen ist es gut, dass wir noch 3 Wochen Vorbereitung haben. Man hat aber auch schon sehr viele gute Dinge erkannt. In der vergangenen Spielzeit wurde Meppens Keeper Julius Pünd von der Liga als bester Torwart der Saison ausgezeichnet. Der 20-Jährige hielt für den SVM in dem ein oder anderen Spiel die Null fest. Man versucht ihn natürlich immer zu toppen, also egal wie gut eine Saison gelaufen ist, man möchte nicht eine schlechtere Saison spielen als die davor, sondern immer besser werden und also ist mein Ziel immer das Maximale und wenn und das ist dann wahrscheinlich wieder, das war ja das höchste Ziel und das wird es dann wahrscheinlich normal sein. Also ich versuche mein Bestes zu geben und die Saison davor noch zu toppen. Der SV Meppen möchte in der Liga wieder oben mitspielen. Im August startet zusätzlich dazu der DFB-Pokal. In dessen erster Runde trifft der SVM auf den HSV. Der Ticketverkauf für dieses Spiel startet am Montag. Im letzten Jahr konnte der SV Meppen den höchsten Zuschauerschnitt der Liga für sich verbuchen. Mit Sicherheit werden die SV Meppen-Fans auch in dieser Spielzeit die Hensch Arena wieder zum Kochen bringen. Ganz bestimmt. Und mit diesen sportlichen Bildern verabschiede ich Sie ins Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Tschüss.